Komm mal doch irgendwie durch. Nur das Monster nicht erwecken. Gibt es vielleicht einen Weg? Dahinter scheint Fluss zu sein, dahinter. Da gibt es nicht viele Auswege. Wir haben einen Stein. Okay, da drüben flimmert etwas. Der Himmel ist auf jeden Fall rot. Färbt sich so eine Art von einem Sonnenaufgang. Es wird auf jeden Fall heller, würde ich sagen. Würde ich fast meinen. Ist etwas. Ich hoffe, es ist nur ein Stein. Ich muss durchs Gebüsch schlagen. Nicht wirklich. Es bleibt nichts anderes übrig, als hier den Pfad entlang zu laufen. Zu hoffen, den richtigen zu finden. Nicht wieder dem Monster in die Arme zu rennen. Aber ich bin mal jetzt auch vorsichtiger. Da renne nicht mehr blindlings durch den Wald. Haben wir hier vielleicht eine Chance? Hier runter können wir nicht. Ruhig. Ruhig. Okay, er hat uns trotzdem. Okay. Er hat uns entdeckt, auch als wir die Taschen aber ausgemacht haben. Stillstanden. Okay. Was ist jetzt hier unsere Mission? Das scheint ja hier, wenn ich es richtig deute, ist das hier schon die so eine alte Warnung hier. Das ist, Achtung, Monster, wenn man das Bild so richtig deutet. Monster, das alles verschlingt. Versuch mal hier so lang zu kommen. Durch den Fluss können wir nicht. Versucht zumindest am Fluss vielleicht ein bisschen. Was auch immer das ist, was wir da gesehen haben, dem wollen wir nicht begegnen. Es ist die klügste Idee, am Fluss irgendwie lang zu laufen und da irgendwie, ja, vielleicht irgendwie auf die Berge dort hochzukommen. Soweit es denn geht. Taschenlampe ist so eine Sache. Vielleicht ist es schon mal grundsätzlich eine gute Idee, hier nicht rumzurennen. Dann erstmal vorsichtig und langsam. So gehen wir zu bald irgendwas hören. Ist irgendwo im Gebüsch zu verstecken. Und zu sneaken.
Wie und wo, habe ich auch keine Ahnung. Eben hat er uns im Dunkeln gesehen, also er sieht schon das Monster. Es findet schon. Findet uns. Sollten wir versuchen, dort lang zu kommen. Ist doch vielversprechend, aus nach einem Pfad, der nach oben führt. Den Felsen müsste ich drauf kommen. Man da vielleicht hochklettern kann. Vielleicht ist Klettern auch hier allgemein unmöglich. Der Stein ist auch hier viel größer als gedacht. Vielleicht. Ich dachte nur. Ich dachte, das wäre eine Möglichkeit. Okay, ich wüsste genau, ob es hier einen Weg gibt, wo man herauskommen kann, ohne entdeckt zu werden. Dann sieht es doch schon ganz friedlich aus. Ganz ruhig auf die Berge zu gehen. Den Großen nicht stören in seinem Gebiet. Ich war auch schon 50 Mal. Können die wirklich nicht auf die Berge klettern? Ist wirklich schade. Denke, es gibt irgendeine Lösung. Das muss doch irgendwie in dem Versteck, an dem Möchtegern Versteck. Muss doch hier irgendeine Lösung geben, um Schrecken zu entkommen. Ja, die wird unsere berühmte Höhle. Verwenden wir nicht reinkommen. Noch ist es ruhig. Okay. Jetzt hier irgendeinen Weg. Da oben sehen wir doch Bergspitze. Muss doch irgendwie einen Weg geben, da hoch zu gelangen. Muss doch irgendwas sein, was uns hier die Möglichkeit gibt, dem Horror zu entkommen. Wenn wir gleich fehlen, muss ich mir mal irgendwie mal mache ich eine Pause, dann ziehe ich mir irgendwie mal ein Let's Play rein. Schau mal, was da irgendwie so lief, was da ein bisschen möglich ist, weiterzukommen. Ich meine, komplett ein Let's Plays oder ein kompletter Komplettlösung. Arbeiten, das Ganze hier durchmogeln will ich nicht, wenn es nicht anders geht, aber ja. Ja, bis jetzt recht ereignislos, zumindest in diesem Versuch. Und so ein Monster versucht uns die ganze Zeit anzugreifen.
echt keine Idee, wie wir dem Mustern kämen. Okay. Außer dem gelegentlichen Stöhne von ihr. Das ist ja relativ still. Zu still. Okay, da sind wir wieder am Ausgangspunkt des Abenteuers. Soweit ich weiß oder auch nicht. Haben wir dieses Warnschild schon wieder. Ich deute es mal als Warnschild. Toswig. Und hier mal abseits des Weges laufen. Gibt es scheinbar immer mehrere Wege, die nach Rom führen. Immer am Flussufer lang ist schon nicht die schlechteste Idee. Verzeiht mein Kratzinghals. Hat mich scheinbar von der Erkältung noch nicht so richtig erholt. Sehe ich da schon was? Was Monstriges? Zeug. Ein Krepier hier vor der Kamera. Irgendwas sagt mir, dass am Flussufer bleiben nicht die schlechteste Idee war. Okay. Sind wir wieder bei den drei Schwertern. Gehen wir mal wieder zurück. Kenne ich irgendwie gerade keinen Ausweg. Hier waren wir schon mehrfach. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Okay, da drüben ist der blau leuchtende Stein, von dem wir gestartet sind. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Wenn wir nicht gleich vom Monster wieder gefressen werden. Das war bei den drei Schwertern hinten. Ich habe da auf jeden Fall eine Stelle noch nicht gesehen, die wir vielleicht hätten sehen sollen. Wo ich auf jeden Fall dran vorbeigegangen bin. Was auf jeden Fall hilfreich wäre. Ich traue mich mal ein bisschen zu rennen. Okay, von dem werden wir gleich gefressen. Der Troll. Ich glaube, so schnell können wir gar nicht rennen. Der Troll uns verfolgt. Wenn uns einmal geblickt hat. Hier haben wir eine Feuerstelle. Wahrscheinlich sein Trollversteck.
glaube, der hat uns jetzt alles versteckt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wenn wir da unbemerkt reinkommen, haben wir da schon mal einen Punkt. Das muss hier irgendwo in der Nähe gewesen sein. Ich weiß nicht, was wir dann ab dort an weitermachen, aber vielleicht mal rein. Ist das auch direkt das Trollversteck, was ich da gefunden habe? Nein, hier nicht. Da, wo ich gerade reingerannt bin. Gab es auf jeden Fall irgendwo. Okay. Bin ich gerade eher aus Zufall aufgestoßen. Sehen auch alle Bäume gleich aus. Das muss unmittelbar hinter dem Schild sein, hinter dem. Hier haben wir das Schild. Jetzt muss ich hier den Weg hoch oder runter. Unmittelbar in der Nähe sein. Ich würde sagen, das ist hier in die Richtung. Ich weiß nicht wie. Stein. Okay, vielleicht zwischen den Steinen durch. Steil bergab. Das sieht aus wie eine Feuerstelle dort hinten. Da leuchtet was. Okay. Ich hoffe, das ist nicht das Trollversteck, wo wir hier gerade reinrennen.